Hallo Slotcar-Freunde, willkommen heute zum Thema BRM, genauer gesagt BRM, Slotcars im Maßstab 1 zu 24, Rennthema Kampf der Zwerge. Da gibt es zwei oder drei Neuerscheinungen oder Wiederauflagen, je nachdem, wie ihr es zählen wollt. Und ich habe ja zu diesen Zwergen hier schon Videos gemacht, also ich habe die Technik und das Fahrwerk, den Aufbau der beiden Fahrzeuge hier in vergangenen Videos schon gezeigt. Also wenn ihr euch da die Details interessieren, schaut einfach nochmal in die anderen Videos rein. In diesem Video soll es jetzt um die drei Neuerscheinungen hier eben gehen. Den Renault Gordini in drei Farbvarianten. Und ich möchte jetzt, wie gesagt, nicht neu auf die Technik eingehen. Das habe ich ja schon. Ich möchte jetzt in dem Video erstmal nur den Unterschied zeigen. Es gibt nämlich einen sehr großen Unterschied zwischen den beiden und den Neuerscheinungen im Fahrwerk. Auffällig wird es, wenn man sich die Unterseite hier anschaut, von diesem Renault. Ihr seht hier Bohrungen und eine Ausfräsung, die genau für den Carrera Digital Decoder passen. Und darum soll es jetzt in dem Video auch gehen. Also ich werde den digitalisieren und dann auf der Carrera Bahn ausprobieren. Also das ist der größte Unterschied. Vielleicht noch eine Sache, die Besonderheit an allen Fahrzeugen hier ist die Hinterachse. Das ist ja eine neue Technik, man hat keine durchgehende Hinterachse. Ist auch im Detail im anderen Video erklärt, nur hier kurz nochmal. Die Achse ist geteilt und die Räder haben einen Sturz, genauer gesagt einen negativen Sturz auf der Hinterachse. Bedeutet, wenn ihr jetzt das Auto hier vom Heck her seht, der Reifen steht nicht gerade, sondern ist geneigt. Die Neigung gibt der Achshalter vor, den gibt es aber in verschiedenen Winkeln. Und je nachdem, welchen Winkel ihr hier einbaut, habt ihr Einfluss darauf, wie ihr das Rad schräg stellt. Vorteil hatte ich in anderen Videos auch schon erklärt, bei einem negativen Sturz ist es so, dass hier, wenn man es von unten sieht, auf der Geraden, eigentlich auf der Innenkante, gehen wir vom Extremfall aus, gefahren wird. Und in der Kurve drückt ja die Fliehkraft, wie im echten Motorsport oder überhaupt beim Fahren, drückt die Fliehkraft das Auto, wenn ich jetzt hier in eine Linkskurve fahre, drückt das Auto in diese Richtung nach außen. Bedeutet, dass jetzt in der Kurve durch diese Fliehkraft der Reifen volle Auflagefläche bekommt und in der Kurve mehr Grip hat. Komme ich dann wieder auf die Gerade, stellt sich das Auto aus dieser Schräglage gerade und ich fahre nur auf der Innenkante, je nachdem wie stark der Reifen eben geneigt ist und ich habe weniger Reibung, was auf der Geraden natürlich wiederum ein Vorteil ist. Also Kurve, mehr Grip, viel Reibung, Gerade, wenig Reibung, schneller, ja, weniger Reibung und mehr Geschwindigkeit letztendlich. Das ist das Prinzip im echten Motorsport und hier jetzt nachgebildet im Maßstab 1 zu 24 von BRM. Wie sich das Ganze dann deutlich oder bemerkbar macht, sehen wir auf unserer Bahn. Jetzt gehen wir erstmal in die Werkstatt. Ich zeige euch, wie ich den Digitaldecoder einbaue. Wir können auch überlegen, ob wir Licht einbauen. Ich mache es jetzt im ersten Teil mal nicht, obwohl es sich anbietet, wenn man es so anschaut. Und dann schauen wir mal, wie sich das Auto auf der Bahn verhält. Wir sehen uns gleich auf dem Werkstatttisch. Ich werde jetzt in den Renault diesen Digitaldecoder von Carrera einbauen mit der Bestellnummer 26743. Gehen natürlich auch andere in diese Aussparungen rein. Ich habe mich für den entschieden, weil ich den eben gerade da habe. Und den bauen wir jetzt zusammen ein. Also wir sehen jetzt auf der Unterseite, dass wir die Aussparung haben hier für den Schiebeschalter und hier haben wir die Aussparung für die Leuchtdiode und hier die Bohrung mit dem Gewinde, um diese Platine hier zu befestigen. Jetzt kann ich natürlich nicht die Platine hier aufs Metall einfach draufschrauben. Das würde einige Kurzschlüsse wahrscheinlich produzieren, weil ja die Pins hier auf Metall kommen. Ob das jetzt mit der schwarzen Farbe hier überhaupt noch leitend ist, weiß ich nicht, aber es ist mir zu riskant. Das heißt, ich möchte, dass ich hier einen Abstand reinkriege und das Einfachste ist, den Abstand reinzukriegen über Achsdistanzen. Oder wenn ihr irgendwie ein Plastikröhrchen habt, einfach zuschneiden. Also ich habe hier an sowas gedacht. Ich muss jetzt noch schauen, in welche Höhe, dass ich hier das einbaue und dann den Decoder hier aufschraube. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass wir hier kein Gewinde drin haben. Das heißt, ich kann mit der Schraube von oben nicht rein. Dann möchte ich von unten natürlich rein mit einer Senkkopfschraube, zum Beispiel sowas hier.
Aber das Problem ist, dieses Loch hier war nicht, ist nicht angesenkt. Ich habe jetzt einfach hier einen Vierer Bohrer genommen und habe mir ganz leicht hier eine Senkung eingebaut oder wie man das nennt, damit die Schraube oder der Schraubenkopf besser gesagt hier bündig reinkommt. Hier könnte man natürlich auch professioneller vorgehen. Ich habe jetzt erst mit einem Vierer Bohrer aufgebohrt, dann mit einem Fünfer und das hier ist jetzt ein Sechser. Und weil ich das Werkzeug nicht habe, um hier diese Senkung zu machen, deswegen muss ich mir jetzt mit den normalen Bohrern behelfen. Ist jetzt fast bündig. Ich gehe jetzt noch einmal mit dem Sechser drauf und dann muss das passen soweit. Immer schön vorsichtig. Lieber zu wenig als zu viel. Ja, jetzt fühlt sich's schon ganz gut an. Ich werde jetzt noch mal einen kleinen Bohrer nehmen und die Mitte noch etwas absenken und dann wird es passen. Hier seht ihr jetzt den digitalisierten Renault und zwar bin ich so vorgegangen, ich habe hier die Originalkabel der Platine verwendet und ich habe einfach den Stecker entfernt und die Pins des Steckers hier in den Leitkiel mit eingeklemmt und von vorne kommt ja die schwarze Imbusschraube und die kann den Pin dann direkt auf den Schleifer draufklemmen, sodass man hier überhaupt nichts löten muss. Man muss nur die Pins aus dem Plastikstecker rausziehen, aus dem Kunststoffgehäuse. Also hier einfach ordentlich dran ziehen und dann hat man die zwei Pins und kann die hier reinstecken. Die Kabellänge passt auch, also man sieht auch hier, der Leitkiel stellt sich immer wieder schön gerad in die Mitte rein. Passt soweit, also einfacher geht es nicht an der Vorderachse. Die Kabel für die Beleuchtung oder Blinklicht hier braucht man in dem Fall nicht, habe ich jetzt einfach mal so dran gelassen, weil ich mir die Option dann noch offen halte, Beleuchtung einzubauen und dann mache ich das vielleicht über Steckkontakte, dass ich die Karosserie leichter abnehmen kann vom Fahrwerk. Zum Löten gibt es eigentlich nur zweimal was, nämlich hier und hier. Die Originalkabel habe ich auch wieder verwendet von der Platine. Das graue Kabel hier hinführen, lilanes Kabel hier hinführen und dann stimmt auch die Polung soweit bei den BRM-Fahrzeugen. Vorne auch einfach die Polung so nehmen, wie es auf dem Decoder ist. Rot hier in Fahrtrichtung auf links lassen, schwarz auf rechts. Dann ist es auf jeden Fall richtig. Was gut ist bei der Platine ist, dass der Kondensator nach hinten verlötet ist. Hier muss man gar nichts umarbeiten. Kritisch war eigentlich nur dieser Punkt. Ihr seht, dass die Pins vom Kondensator sehr nah an dieser Messingmutter dran sind und auf der anderen Seite auch. Hier dieser Abstand ist das Kritische eigentlich an dem Umbau. Man hat jetzt zwei Varianten. Das eine ist, ich habe hier unterhalb, man sieht es, hier ist eine Mutter mit einer Beilagscheibe drunter aus Kunststoff und die Schraube, die kommt hier von der Unterseite rein. Und auf die Schraube habe ich eine Distanzhülse draufgestülpt, in dem Fall eine 5 mm lange Distanzhülse oder ein Röhrchen einfach ist auf die Schraube draufgesteckt, sodass ich hier den Abstand zwischen Decoder und Fahrwerksplatte bekomme. Ihr seht jetzt an der Diode hier und auch am Schalter, dass ich eigentlich noch näher an die Bodenplatte müsste. Das heißt, ich kann mit meiner Hülse, die Distanzhülse, die hier zwischen der Platte und der Platine ist, noch etwas verringern. Dann komme ich runter, laufe dann aber Gefahr, dass es hier zum Kurzschluss kommt. Und ich habe bei anderen Umbauten, also beim Simca und beim NSU-TT von BRM, habe ich hier einfach dann Kunststoff untergelegt und habe die Platine noch weiter nach unten gebracht. Hier zum Vergleich ein digitalisierter NSU-TT, den habe ich vor längerer Zeit schon mal digitalisiert und zu dieser Zeit hatten die Fahrwerke für den NSU und für den Simca noch keine Vorbereitungen für den Digital-Decoder. Das heißt wiederum, dass ich diese Bohrung für die Fotodiode und die Bohrung für die Schraube zur Befestigung des Decoders selber bohren muss. Ich bin einfach hier so vorgegangen, ich bin von dieser Kante aus hier rüber 2,3 cm gegangen und habe dann hier ein 3 mm Loch gebohrt und habe das mit einem 4,5er Bohrer noch ein Stück aufgebohrt oben, dass ich so eine Senkung erhalte und habe dann den Decoder reingehalten, dass die Diode hier drin ist und
den Decoder dann ausgerichtet und mit einem Bleistift diesen Punkt angezeichnet auf dem Fahrwerksboden und habe dann hier noch ein kleines Loch gebohrt, glaube 1,5 mm oder 2 mm, weiß jetzt gar nicht genau, und habe dann diese Schraube mit dem Senkkopf hier versenkt, dass das Loch oben noch senken, dass hier auch der Kopf schön versenkt ist und hier nicht übersteht. Ich brauche ja hier eine schöne ebene Fläche, um die Bodenfreiheit hier nicht einzuschränken. Gut, dann habe ich hier eine Distanz im Einsatz, die ist nur 3 mm. Da seht ihr jetzt, dass ich hier Kontakt bekomme und auf der anderen Seite auch. Und ich habe einfach hier ein Stück Kunststoff untergeklemmt, stört jetzt erstmal nicht weiter. Ihr seht auch, dass hier der Wackel weiterhin arbeiten kann. Also dieser Kunststoff, der verändert hier gar nichts. Der liegt einfach oben auf der Mutter drauf, aber meine Beweglichkeit im Wackel ist natürlich noch voll vorhanden. Beim Simca, hier die rote Version, ist es genau das gleiche Spiel wie beim NSU TT. Zwei Löcher gebohrt, Decoder eingebaut und fertig. Also der Umbau ist eigentlich relativ leicht. Man muss noch schauen, dass man hier die Stecker dann noch schön verstaut, damit der Lexan-Einsatz hier nicht komplett auflegt, weil sonst ist es ja auch wieder eine Verspannung, die hier stattfindet, dass hier ein bisschen Luft ist, ist bei allen drei Umbauten nötig. Und ihr seht jetzt hier am Renault, dass ich hier Farbablatzer habe. Das bedeutet, dass der Decoder hier ab und zu hinkommt. Und da sieht man jetzt den Nachteil an der hohen Bauweise, die ich hier gemacht habe. Ich muss unbedingt mit der Distanzhülse weiter nach unten, um dann eben noch Abstand reinzubekommen zwischen dem Decoder und dem Lexan-Inlay. Mit diesen drei Umbauten geht es jetzt auf die Bahn, auf meine Carrera Digitalbahn. Wir schauen mal, wie die zeitlich so zusammenliegen, ob es irgendwelche Probleme beim Fahren gibt, aber da mache ich ein extra Video. Wenn euch diese Slotcasts interessieren, könnt ihr die bei mir im Slotblock Shop bestellen. Alle drei sind verfügbar. Diese drei Farbvarianten, die ihr hier seht, damit unterstützt ihr meine Arbeit, den Slotblock Blog und den YouTube-Kanal. Ansonsten, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Wir hören uns im nächsten Video. Bis bald, Roland von slotblog.de.